Generation grenzenlos. So nennen sie uns. Wir haben all das, was sie niemals hatten, wovon sie noch nicht mal hätten träumen können. Doch sie sehen nicht das, was wir nicht haben. Wissen nicht, wie schwer der Ballast ist, alles zu haben und gesagt zu bekommen, alles sein zu können. Sie hatten vielleicht wenig. Dafür war es real und es war vollkommen. Unser Leben zerteilt sich in die reale Welt und die virtuelle Welt. Und dazwischen einen Abgrund, so tief und ohne Boden, gefüllt mit Möglichkeiten, aber keine wirklich greifbar. Sie sagen, wir müssten fliegen und der Fortschritt sollte uns meilenweit tragen. Doch wir werden immer früher aus den Nestern geworfen und das ohne jegliche Anleitung. Weder zu fliegen noch zu leben. In unseren Hosentaschen unsere neuen Erziehungsberechtigten, die uns die Welt erklären. Wir wissen nicht nur, warum das Nachbarskind weint. Nein, wir wissen auch, wieso Kinder in den Schulen auf der anderen Seite der Welt ängstlich in den Klassenzimmern sitzen und sich verstecken vor dem Schützen. Wir sehen, wie sich an Grenzübergängen Familien trennen und wir lernten viel zu früh, wie man sich selbst und seinen Körper betäubt, sodass man sich trotz all dieser Tragödien noch irgendwie freut.